Die Ermittlungen gegen Frau von der Leyen, sie sind nicht eingestellt, sie sind auch nicht ausgesetzt, sie dauern an und es kommt jetzt doppelt schlimm für sie hier. Sie wurde in der Öffentlichkeit befragt zu eben diesen Ermittlungen. Ich habe hier ein exklusives Video, was sie denn antwortet und damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Ihr erinnert euch sicherlich an den Gerichtstermin am 17. Mai in Lüttich bei dem belgischen Gericht, wo entschieden werden sollte, wer die Zuständigkeit hat, die europäische Staatsanwaltschaft oder die belgische Staatsanwaltschaft. Das Gericht dort hat den nächsten Anhörungstermin auf Dezember geschoben und hat Frau von der Leyen somit Zeit verschafft. Allerdings haben sie es nur aufgeschoben und eben nicht aufgehoben. Es ist weiterhin so, dass die Zuständigkeitsfrage nicht geklärt ist und solange die Zuständigkeitsfrage nicht geklärt ist, ermitteln beide Behörden weiter. Ich habe extra nochmal nachgeschaut in der Verordnung zur Europäischen Staatsanwaltschaft. Sie haben ein Evokationsrecht, das heißt, wenn Sie es erfolgreich an sich ziehen, können Sie der belgischen Ermittlungsbehörde verbieten, weiter zu ermitteln. Da es allerdings hier genau um die Frage der Zuständigkeit geht, ist die Europäische Staatsanwaltschaft gar nicht in der Lage, das Evokationsrecht hier auszuüben. Das heißt, es wurde am Anfang gar nicht groß erwähnt, aber die belgische Justiz, sie ermittelt weiter gegen Frau von der Leyen. Die Europäische Staatsanwaltschaft, sie ermittelt ebenfalls weiter gegen Frau von der Leyen. Und es gibt ja in Mönchengladbach inzwischen auch ein Ermittlungsverfahren, ein deutsches gegen Frau von der Leyen. Das hat mit diesem ganzen Komplex hier gar nichts zu tun. Frau von der Leyen möchte aber allerdings diese Situation jetzt nutzen und möchte sie aussitzen, dass Frau von der Leyen Einflussmöglichkeiten in gewissen Mitgliedstaaten auf die Justiz hat. Das pfeifen die Spatzen von den Dächern. Selbst die europäische Staatsanwältin hat der Europäischen Kommission schon die Mängel bei der Umsetzung für die Europäische Staatsanwaltschaft in Belgien mitgeteilt. Und damals wurde auch genau ein Fall wie jetzt beschrieben, dass es einfach zeitlich in die Länge gezogen werden kann wie Kaugummi. Viele haben nun behauptet, Frau von der Leyen hätte die Ermittlungen einstellen lassen gegen sich. Nein, das kann sie nicht und das hat sie nicht. Sie hat sich wirklich hier massiv Zeit erkauft. Die Begründung des belgischen Gerichtes ist auch wirklich an den Haaren herbeigezogen, dass man hier warten möchte, ob sie denn die zweite Amtszeit gewinnen kann oder nicht. Das ist bei Leuten in Deutschland wie Herrn Büstron völlig egal. Da wird ermittelt, auch durch den Wahlkampf durch, bei Herrn Krah ebenfalls. Es gibt Verhaftungen der Mitarbeiter. Bei Frau von der Leyen gibt es noch nicht einmal eine Beschlagnahmung ihrer Diensttelefone, was hier eigentlich dringend geboten wäre, beziehungsweise eine Sicherstellung vielleicht von Verkehrsdaten beim Mobilfunkbetreiber. Frau von der Leyen dachte, sie ist hier erstmal fein raus, aber da hat sie die Rechnung ohne gewisse Leute gemacht von Utopia TV Deutschland. Ich möchte das hier ausdrücklich erwähnen, das ist ein guter Kanal. Die Leute machen sich viel Arbeit und reisen von Ereignis zu Ereignis oder von Demonstration und Auftritt zu Auftritt und liefern uns hier exklusive Bilder. So hier auch geschehen bei einem Wahlkampf, bei einer Wahlkampfveranstaltung. Ich glaube, gestern oder vorgestern war sie. Da war Frau von der Leyen zusammen mit Friedrich Merz unterwegs zum Thema Wahlkampf für die Europäische Union. Und da konnte es sich Utopia TV Deutschland natürlich nicht nehmen lassen, um hier Frau von der Leyen direkt zu befragen nach dem Ermittlungsverfahren gegen sie wegen der Impfstoffbeschaffung. Ihr seht hier jetzt neben mir ein Video erstmal. Es geht zuerst einmal um die ganzen Selfies, die man hier macht. Ihr könnt ja auch mal die Sicherheitskräfte zählen. Das sind 5 an der Zahl. Anscheinend ausreichend für Frau von der Leyen. Bei FICO hat das nicht ausgereicht, da waren es 7 und sie haben sich aber, naja, nicht so ganz korrekt verhalten. Jetzt könnt ihr hier aber auch sehen, dass auch Frau von der Leyen nicht davor zurückschreckt, wildfremde Personen in den Arm zu nehmen für ein Foto. Man lebt als Politiker eben gefährlich. Allerdings zeige ich euch jetzt mal, was sie geantwortet hat. Soll das eine Aufklärung zu Pfizer geben? Dafür möchte man nicht antworten. Frau von der Leyen, mit welchen Stimmen möchten Sie sich wählen lassen? Sie spricht nicht mit mir. Dann nicht. Wie ihr sehen könnt, einfach nichts. Ein Satz mit X, das war wohl nichts. Sie ignoriert es völlig. Und alleine, dass sie es ignoriert und dass wir das jetzt wieder auf Band haben und ich das euch zeigen kann und wir das hier verbreiten können, zeigt die Missachtung dieser Frau gegenüber der Europäischen Union, vor allem gegenüber Europa und von uns allen, die hier wohnen, leben, arbeiten und mit ihren Steuern diesen ganzen Schwachsinn finanzieren.
Sie denkt, sie ist hier etwas Besseres. Sie ist bei der Bundeswehr schon durchgekommen. Sie ist auch sonst bisher durchgekommen. Allerdings sind diese Impfstoffdeals hier wirklich, wirklich gefährlich für sie. Und ich glaube, dass sie zumindest in den politischen Orkus verbannt wird, dass die anderen Mitgliedstaaten nicht dabei mitspielen werden. Schon wieder jemand aus Deutschland und schon wieder Frau von der Leyen an die Spitze der Europäischen Kommission zu setzen. Sie hat zwar viel dafür getan mit dem Green Deal und der Umverteilung des Geldes in andere Länder in Europa, dass sie uns eher wohlgesonnen sind, doch ich glaube hier, man wird ihr den Dolch sprichwörtlich in den Rücken rammen, politisch gesehen, und man wird Mario Draghi zum Präsidenten der Europäischen Kommission ernennen. Davon bin ich im Moment fest überzeugt, denn Frau von der Leyen war es, die das Verbrennerverbot der EU eingeführt hat, um jetzt mit der CDU-CSU eine Kampagne gegen eben dieses Verbot zu machen. Und wer schon Kampagnen gegen seine eigene Politik der letzten Jahre macht, der ist überhaupt nicht mehr fähig, ein politisches Amt zu bekleiden, denn es fehlt an Selbstreflexion, es fehlt an vorausschauendem Weitblick, es fehlt an politischem Gespür für das, was die Bürger wirklich bewegt. Und da komme ich mal wieder drauf zurück. Das Einzige, was die Europäische Union bisher wirklich Positives gemacht hat, war das Roaming innerhalb der EU abzuschaffen, dass wir im Urlaub einfach so im Netz surfen können. Und sie hätten noch weitergehen können und hätten diese sinnlose Zeitumstellerei endlich mal abschaffen können. Die Mehrheit der der Bürger der Europäischen Union befürworten das, und das hat die Kommission in 5 Jahren nicht auf die Kette bekommen. Man wird sich nicht mal einig bei der Uhrzeit in der Europäischen Union, aber man möchte hier Krieg spielen, Verteidigungsanlagen aufbauen, eine europäische Armee gründen, beziehungsweise die vorhandene Armee deutlich ausbauen, wo immer noch die Frage ist, wie wollt ihr dann am Parlamentsvorbehalt vorbei hier eine Armee einer zwischenstaatlichen Organisation dann einsetzen im Krieg? Ihr seid alle geistige Wahnsinnige geworden. Ihr seid richtig verrückt geworden in Europa, vor allem in der EU in Brüssel, ja? Wenn man zu lange im Elfenbeinturm wohnt, dann trinkt man eben nur noch aus Horngläsern zum Beispiel, und Frau von der Leyen, sie missachtet hier jegliche Zuschauer, die nur eine Frage stellen, ob es denn Aufklärung geben wird eben in diesem Skandal. Und da fällt mir nur ein, Gorsch Fock, der Skandal ging auch an ihr vorüber und die anderen Bundeswehrskandale. Allerdings, selbst wenn sie hier straffrei davongeht am Ende, das könnte sein, glaube ich, dass man ihr politisch nicht nochmal eine Amtszeit gönnen wird. Das würde heißen bis 2029, und nach allem, was wir wissen, wollen sie ja ab 2028 ungefähr im Krieg sein mit Russland, nach ihren eigenen Äußerungen. Und dass man Frau von der Leyen hier das Zepter in die Hand gibt, für den Krieg gegen Russland zu spielen, da sage ich nein. So wahnsinnig sind selbst die in Brüssel nicht mehr. Auch Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, sie haben alle verstanden, dass Frau von der Leyen auch nur der Wolf im Schafspelz war. Und vor allem, sie haben ja immer ein Problem damit, wenn es jemand Deutsches ist oder wenn die Deutschen zu viel Einfluss haben. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Ich bin gespannt, was du von Frau von der Leyen hältst. Es gilt die Unschuldsvermutung bis zum Beweis des Gegenteils. Das wird mir immer vorgehalten bei Herrn Büstron und Herrn Krah. Dann muss ich euch das mal vorhalten bei Frau von der Leyen. Solange kein Gericht geurteilt hat, bitte nicht behaupten, sie wäre korrupt. Sie ist nur mutmaßlich korrupt oder eventuell korrupt. Wir haben es nicht gerichtsfest bewiesen und daran wird es am Ende vielleicht auch scheitern. Aber die Leute sehen ganz klar, dass hier mit zweierlei Maß gemessen wird. Frau von der Leyen hat andere Maßstäbe vor Gericht als Herr Büstron. Herr Björn Höcke hat andere Maßstäbe vor Gericht als Kathi Hummels, wenn es um dieselben Worte geht, die beide sagen. Die eine kann sich herausreden, sie hätte es nicht gewusst. Bei dem anderen wird unterstellt, er muss es gewusst haben. Das ist Deutschland 2024. Das ist Europa 2024. Und ich bin gespannt auf die Wahlergebnisse zum Europäischen Parlament. Wir haben viel Bewegung dieses Mal da drin, wir haben viel Verschiebereien und am Ende könnte es sein, dass die FDP nur mit einem einzigen Sitz nach Europa zieht, mit dem von Frau Strack-Zimmermann. Aber Frau Strack-Zimmermann, die kriegt ein eigenes Video von mir, damit mache ich mal Schluss. Bis bald!